Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start und diesen wunderschönen Tag. Es ist heute etwas bewölkt und regnerisch hier in Bremen. Der Kryptomarkt geht aber mit einigen Altcoins wirklich schön nach oben. Schaut euch mal an, was XDC hier macht. Wir sind bei XDC stark in Richtung Tokenisierung von Assets unterwegs. Aber Coin Club Crypto bzw. Quincy hat auch interessante Ansätze und zeigt, woran sie arbeiten. Darauf gehen wir gleich im Video ein. Casper ist auch schön nach oben geschossen. Schaut euch das mal an. Aber wir halten uns halt immer noch unter der 4-Cent-Marke auf. Das ist nicht der Bereich, wo ich gerne verkaufen möchte. Wir haben natürlich starken FOD, der jetzt verbreitet wird. Die SEC will natürlich in Berufung gehen, wird hier gesagt. Und ich werde auch die Gegenpartei dazu, beziehungsweise auch Johnny Deatons Meinung dazu äußern. Wir haben wieder extrem starke Announcements, was Ripple angeht. Wie gesagt, schauen wir uns auch einige Ideen an, die bei XDC gerade laufen. Darum tauchen wir direkt ein. Die SEC hat Andeutungen gemacht, dass sie gegen Ripple Labs in Berufung gehen möchten, beziehungsweise gegen die Entscheidung der Richterin. Und worum geht es hier? Der Gary hat sich ja hingestellt in einem Interview und hat gesagt, ja, wir sind nicht zufrieden mit der Meinung der Richterin und sie hätte Unrecht. Das ist mal wieder interessant, dass die SEC beziehungsweise Gary Gensler besser versteht, was das Gesetz aussagt als eine US-amerikanische Richterin. Viele Anwälte und Johnny Deaton unter anderem sind der Meinung, wenn die SEC gegen Ripple in Berufung geht, werden sie diese Klage verlieren. Warum werden sie diese Klage verlieren? Sie werden diese Klage verlieren, weil sie laut ihren eigenen Aussagen nach dem Howey-Test XRP per se als Wertpapier sehen. Die Richterin hat sich jetzt bei ihren Aussagen komplett auf den Howey-Test berufen und den Howey-Test angewandt. Nach der Meinung der Richterin gibt es einen Aspekt, den man nach dem Howey-Test als Wertpapierverkauf sehen kann. Und zwar der Verkauf von Ripple direkt an Institutionelle. Aber Verkäufe, die im Secondary Market oder von Exchanges ausgegangen sind, können nicht als Investment Contract gesehen werden und damit auch kein Wertpapier sein. Die Richterin hat hier einfach den Howey-Test simpel angewandt. Und darum wird die SEC, wenn sie in Berufung geht, höchstwahrscheinlich auch verlieren. An der Stelle dürfen wir nicht vergessen, der gute Gary kommt vom Bankensektor. Und natürlich hat er auch über 10 Jahre bei Goldman Sachs gearbeitet. Darum wird er auch der Goldman Gary genannt. Was wäre denn die Alternative? Ja, Kryptos sind jetzt Wertpapiere. Hey, wir sollen jetzt unsere Fiats halten, unsere Dollar halten. Überlegt euch das mal. In den USA ist seit 2020 keine Reserve mehr von Banken zu halten. Jetzt überlegt euch das mal. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Ihr zahlt 10.000 Euro in eine Bank ein. Und die Bank verleiht eure 10.000 Euro an jemand anderen, der gerne einen Kredit nehmen möchte. Somit letztendlich gibt es jetzt zwei Personen, die 10.000 Euro haben. Das Problem dabei ist, wenn jetzt beide Personen, der den Kredit genommen hat und der letztendlich seine Gelder in der Bank eingezahlt hat, wenn beide zusammen die 10.000 Euro auszahlen möchten, dann hat die Bank zu wenig Geld. Und das ist das, was wir dann auch letztendlich unter anderem als Bankrun sehen und das, was jetzt mit einigen Banken passiert ist in den USA. Sie spielen mit unseren Geldern. Sie erzeugen einfach fiktives Geld, was nicht da ist. Sie verdoppeln es einfach, sie doublen es einfach. Und es geht so nicht. Und das soll jetzt die Alternative sein? Aber worum geht es hier letztendlich? Schaut euch das mal an. Das war 2017, wo Larry Fink Bitcoin noch als Index für Geldwäsche hier bezeichnet hat. Und jetzt aktuell bezeichnet er Bitcoin als digitales Gold. Worum geht es also hier? Es geht wieder um Ablenkung. Wir sollen unsere Assets verkaufen. Wir sollen raus. Wir sollen die Preise herunterbringen, damit diese Dicken sich wieder einkaufen können. Lasst euch nicht beirren, meine Lieben. Und wer jetzt investieren möchte und nicht auf diese elenden Eliten hören will, der geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda. Handelt hier in einer der sichersten Exchanges weltweit. Die regulierteste Exchange in Europa mit über 12 Lizenzen. Ihr habt hier Crypto Custody Services, also Crypto Aufbewahrung Services, die auf institutionellem Niveau sind. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda und tradet sowohl Aktien als auch Edelmetalle, Kryptos und ihr könnt auch eure Euros in Money Market Fonds mit 2,75% anlegen. Und das Ganze täglich auszahlbar. Während Gary in den USA wieder Stunk macht, hat die viertgrößte Bank in Australien sich mit Ripple verpartnert und wird XRP
für internationale Zahlungen nutzen. Das ist weltweit die 52. größte Bank nach Assets Under Management. Darum, es ist kein kleines Bänkchen hier, was einfach mal XRP wieder adopten will. Also auch hier, nach der japanischen Zentralbank, sehen wir auch wieder weitere starke Adoption in anderen Bereichen dieser Welt. Ripple hat jetzt auch nach der Klage in Großbritannien und in Irland eine Lizenz beantragt für digitale Assets, für digitale Crypto-Assets, weil sie, wie wir schon wissen, in England bzw. in UK einen Hub bilden, Crypto-Hub bilden außerhalb der USA. Und hier möchten sie natürlich gerne eine Lizenz auch haben, dass sie digitale Assets verkaufen. Auf der XDC-Front teilt uns Quincy mit, welche Ideen er hier hat. Er ist ein Entwickler bei XDC. Und jetzt schaut euch das mal an. Es geht hier darum, dass man Dokumente mit einem Doc-Sign-Contract, wie er es hier nennt, verifizieren kann. Wie wir hier sehen können, wenn wir einige Dokumente haben und diese unterschrieben werden müssen letztendlich von zwei verschiedenen Parteien, wenn die zweite Partei darauf eingeht, werden sie über das XDC-Netzwerk diese Unterschriften separat geben und dann kann es zum Austausch letztendlich von diesem Dokument kommen mit einer integrierten Zahlung, was heutzutage auf diese Art und Weise schwer zu finden ist. Und die Frage, die sich dann hier stellt, ist, wie stark wird das Netzwerk genutzt werden, wenn solche Transaktionen tagtäglich in Millionenhöhen durchgeführt werden? Bei den Charts möchte ich hier nur kurz bei XRP darauf eingehen, was passieren könnte, wenn XRP jetzt letztendlich durch extrem negative Informationen, sollte die SEC wirklich in Berufung gehen und kurz davor sein zu gewinnen, was wir erwarten können. Schaut euch das mal an. Wir haben nämlich ein Beispiel aus der Vergangenheit. Der Bullrun hat hier begonnen gehabt. Und wann haben wir diese Announcement bekommen? Dezember 2020 haben wir hier diese Announcement bekommen, dass die SEC Ripple verklagen wird. Was haben wir hier prozentual gemacht? Wir haben hier diese Spitze gehabt und sind von der Spitze aus ungefähr, wie viel ist das? 77 oder 78% nach unten gegangen. Sollten wir sowas Ähnliches jetzt machen, denn der Run hat ja letztendlich hier auch bei XRP begonnen, sollten wir jetzt von diesem Höhepunkt nochmal 78% nach unten gehen, wo würden wir da landen? Wir würden da ungefähr bei der 20 Cent landen. Sollten wir wirklich bei der 20 Cent landen, dann könnt ihr darauf wetten, dass ich nochmal stark einkaufen werde. Wäre das aber etwas Außergewöhnliches, wenn sowas passieren würde? Auch hier haben wir ein weiteres Beispiel. Dann guckt euch das mal an, als wir diesen Run hier gestartet haben und nach oben gegangen sind. Was haben wir hier nicht für eine riesen starke Korrektur gemacht? Wir sind von hier oben bis nach unten, dieser Wick, der nach unten geht. Wie viel Prozent sind das? Schaut euch das mal an. 89% nach unten gegangen. Sofort mit dem Wick wieder nach oben. Seitliche Konsolidierungsphase, bis wir nochmal hochgeschossen sind und das All-Time-High erreicht haben. Gucken wir uns mal an. Sollte sowas wirklich passieren, dann müssen wir auf jeden Fall hier das letzte All-Time-High brechen. Schaut mal, das war das All-Time-High, was wir hatten. Wir sind dann hoch, haben das All-Time-High gebrochen und sind dann erst mit 89% eingesackt, bevor wir wieder nach oben gegangen sind. Was würde passieren, wenn wir sowas Ähnliches machen würden? Ich gehe mal ein kleines bisschen höher als das All-Time-High. Gehen wir mal auf 3,50 Dollar. Wenn wir hier eine 89%ige Korrektur sehen würden, wo würden wir landen? Wir würden dann hier in den Preisbereichen von 37 Cent landen. Und das Ganze ist innerhalb von einem Tag hier passiert. Stellt euch das mal vor. Boom, wir sind dann wieder nach oben geschossen. Was haben wir da an der Stelle gemacht? Wir sind, nachdem wir das All-Time-High gebrochen haben, runter. Und hier überhalb des Mitteltops haben wir dann Konsolidierung gefunden. Das heißt, sollte sowas sich wirklich wiederholen, wir jetzt hochschießen und ein Mitteltop bilden und dann absagen, dann sollten wir uns hier oberhalb der 2-Dollar-Marke halten. Würde das eventuell logisch erscheinen, wenn wir jetzt sowas machen würden, erstmal das All-Time-High brechen, runtersacken und bei der 2-Dollar dann seitlich flaggen, bis im nächsten Jahr der Bullrun beginnt und XRP dann mit allen anderen Coins nach oben schießt? Das weiß ich. Das wird die Zukunft uns verraten. Wir können einfach nur spekulieren, was das angeht. Das müssen wir einfach abwarten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out.